So, German Vinyl Challenge 2023 mit den 18 Fragen. Frage Nummer 1: Die erste Platte, die du dir gekauft hast, welche noch immer in deinem Besitz ist. Das ist wahrscheinlich hier diese Beatles-Platte At the Hollywood Bowl, eine Live-LP von den Beatles. Beatles früher am Anfang rauf und runter gehört, blaues und rotes Album, aber nicht das Geld gehabt, immer eine zu kaufen, und deshalb habe ich einfach mal bei der zugeschlagen und war dann schon sehr erstaunt, dass das ja eine Live-CD ist, wo die Musik ziemlich untergeht bei dem Gekreische der Fans. Zweite Frage: Was ist dein bestes Album in deiner Lieblingsfarbe? Also Lieblingsfarbe würde ich jetzt so nicht sagen. Aber wenn es bunt ist und orange dabei ist, dann gefallen mir diese Sachen, die Cover besonders. Hier ist zum Beispiel diese Nuggets, Original Artifacts from the First Psychedelic Era. Das ist eine schöne Kompilation mit zum Beispiel Electric Prunes drauf, und ich finde es eigentlich auch so vom Cover toll mit dem bunten Design. So, jetzt Frage Nummer 3: Welche Platte, die du anfangs nicht gemocht hast, liebst du jetzt? Anfangs nicht gemocht habe ich hier die Tom Waits Rain Dogs. Tom Waits war sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe die Platte dann vor ein paar Jahren wieder mal öfter abgespielt und fand die eigentlich auch akustisch ziemlich gut. Und die Interpretationen von dem Tom Waits haben es auch, also wirklich drauf. Jetzt kommt die Frage: Hast du eine Platte, die sonst keiner hat? Ich nehme an, ein paar Platten hier aus der Karibik, zum Beispiel hier die Carnival in Trinidad. Das ist eine Pressung, die wahrscheinlich in der Karibik selbst sogar erfolgt ist und die meine Eltern aus dem Karibik Urlaub mal mitgebracht haben. Außerdem habe ich noch aus von einer englischen Pressung Sounds Like Ska, also typische Ska-Musik, wo auch Interpreten dabei sind, die nachher im Reggae bekannt geworden sind. Und es ist eine englische Pressung und gibt auch eine Sammlerszene dafür. Die Frage Nummer 4: Welche Platte ist die schönste? Die schönste, also mir gefällt sie super gut, ist die Wahaha. Auch eine Platte, die ich, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich die erstanden habe. Wahrscheinlich irgendwo bei Saturn mal gekauft. Und das war halt am Anfang auch so eine Platte, die mir gar nicht gefallen hat. Ich habe die aber jetzt vor kurzem erst wieder gehört, und die läuft mit 45 RPM und hat ein tolles japanisches Poster drin, mit ja so traditionell japanischen Ornamenten und Anteilen, und da war ich sehr positiv überrascht, zumal ich Japan sehr interessant finde. Die Platte ist auch mit 45 RPM, läuft die mit sehr hoher Dynamik und extrem tiefen Bässen. Was ist dein Lieblingsdebütalbum? Lieblingsdebütalbum, wobei ich jetzt nicht gezielt Debüts oder sowas sammle oder da so Augenmerk drauf setze, aber Yazoo mit Vince Clarke und Alison Moyet ist wohl ein Debütalbum der beiden. Die war ja nur, also die Zusammenarbeit war ja nur 2 auf 2 Jahre, und danach haben die sich ja wieder getrennt. Frage 7: Zu welcher Platte in deiner Sammlung gibt es eine besonders lustige und interessante Geschichte? Laurie Anderson, Mr. Heartbreak, ist auch eine Platte, wo ich dann auch hin nach Köln gepilgert bin, um die zu erstehen, und leider ist die Platte dann irgendwann ziemlich heiß geworden, beziehungsweise irgendwie hinter der Glasscheibe hat sie sich dann
sozusagen in Wellen gelegt. Wir haben die dann versucht, mehrfach im Backofen dann wieder in die Form zu bringen, aber das ist, selbst die Rille ist irgendwie versprungen und da ist im Prinzip nichts mehr zu machen. Aber damals hat man eben alles versucht, die wenigen Platten, die man hatte, eben auch nochmal zu retten. Welche Platte soll auf deiner Beerdigung laufen? Da habe ich ja ausgesucht für mich die B-52s, am besten Titel Rock Lobster. Ist ein ziemlich schmissiges Teil und würde mir soweit gefallen. Frage Nummer 7. Nee, wir sind schon bei Frage Nummer 9. Welches Album ist von vorne bis hinten einfach perfekt? Also als perfektes Pink Floyd Album würde ich dieses hier ansehen. Das ist hier Piper at the Gates of Dawn. Mir gefällt eigentlich die Syd Barrett Zeit ziemlich gut. Andere Sachen, die nachher später gekommen sind, sind mir auch schon ein bisschen über. Sprich Dark Side of the Moon und ja, Wish You Were Here wären ja vielleicht noch ganz interessant, aber einfach damals auch schon zu viel gehört. Jetzt kommt die Frage Nummer 10. Welches Album enthält einen Umweltsong? Ja, ein früher Umweltsong und interessanterweise auch die Umweltprobleme sozusagen angesprochen. Hier der Song Air, zu Deutsch Luft, von der deutschen Erstaufführung von Hair. Da gibt es auch hier das Programmheft noch dazu. Das ist hier so ein... ja, so ein kleeblattförmiges Inlay, wo das ganze Programm, schöne Fotos dabei gezeigt werden. Hier auch was zu der Komposition und eigentlich gute Erklärungen zum Musical und zur Entstehung der Musik. Jetzt die Frage, welche Platten habt ich? Nee, die Frage ist, was war ein Blindkauf aufgrund des Covers und warum hast du es dir gekauft? Ja, das war eigentlich so die Mode oder das angesagte, der angesagte Musikstil Anfang der 80er. Und die Platte, ja, ich habe sie mir gekauft aus einer Mode heraus. Die hat mir eigentlich nie viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. War damals eben ein angesagter Musikstil und es ist sogar nicht eine LP, wie ich vermutet habe, sondern ich habe dann eine EP erstanden. Nun jetzt die Frage, hast du eine besondere Platte, die keine 12 Inch ist? Ja, besondere Platten, 10 Inch Platten, jede Menge. Das sind aber vor allem Klassikplatten, hier so eine Platte von neapolitanischen Liedern von Benjamino Gigli gesungen, ist so ein bekannter italienischer Tenor der 50er Jahre und ja, also ist auch mal interessant zu hören. Jetzt die Frage, welche Platte der letzten drei Jahre hat dich von der Qualität her im Vergleich zu früher enttäuscht? Okay, ich habe eine, die war total enttäuschend, das war jetzt die neue Tori Amos von die Doppel-LP und die ist auch wieder zurückgegangen. Die hatte das Vinyl, also das ist zurückgegangen. Aber eine andere Platte, die auch nicht so toll ist, das ist hier die Dreier-LP von John Coltrane und zwar Blue Train, Giant Steps und My Favorite Things. Da habe ich mir mehr von versprochen, insbesondere auch akustisch. Da ich hier eine alte Prestige-Pressung habe, die damals wohl, wie man sieht, auch nicht so teuer war. Und die ist klanglich durchaus viel ansprechender. Ist also eine ganz schöne Platte dagegen. Jetzt noch eine Box, die ein Must-Have ist. Ja, gut für Star Wars Fans, ein Must-Have wird diese hier sein. Die hat aber auch ein gutes Gatefold mit den ganzen Szenen aus dem ersten Star Wars Film. Ist 1977, glaube ich, rausgekommen.
diese Pressung und kurz nach dem Film ist eine französische Pressung oder von französischen Label, ist aber mit der Musik von John Williams, mit dem Soundtrack zu dem ersten Star Trek Film auch klanglich ziemlich gut. Hast du eine Band oder eine LP von einer Künstlerin aus deiner Stadt oder Region? Da muss ich leider passen. Und was ist deine Referenzplatte, mit dem du einem Fremden die Qualität der Anlage zeigst? Das wäre dann eine Platte, die ich ganz neu habe und die mir auf Empfehlung, die ich auf Empfehlung gekauft habe. Das ist eine Klassikplatte. Das ist Richard Strauss, Till Eulenspiegel und Salome Dance. Und das ist auch vom Vancouver Symphony Orchestra, ist also nicht so das Standard oder beziehungsweise das Aushänge internationale Orchester, aber die Klangdynamik und Bässe und Höhen sind wahnsinnig, so als wenn man gerade das Konzerthaus abreißen wollte. Muss man wirklich aufpassen in der, auf dem Plattenspieler, dass die Nadel da nicht falsche Wege geht. Okay, das waren im Prinzip, glaube ich, alle Fragen, nicht ganz in der richtigen Reihenfolge. Und ich hoffe, ihr habt einen Überblick bekommen. Danke.